Herzlich willkommen zu diesem Videotutorial für das Allplan Add-on Grafiktext. Wir haben für Sie in der Version 1.004 eine neue Funktion zum Erzeugen eines QR-Codes eingefügt. Das Ganze ist extrem einfach. Sie wählen die Funktion QR-Code erzeugen, können einen Text reinschreiben und diesen nachher als QR-Code absetzen. Die Textlänge ist sehr umfassend. Und natürlich können Sie jederzeit den QR-Code wieder modifizieren. Und sobald dass Sie den Text ändern, wird sich der QR-Code automatisch aktualisieren. Also bei jedem Klick wird der Code neu generiert. Hier mal als kleines Beispiel. Sie können natürlich auch manuell etwas reinschreiben. Das könnten auch Plannummern oder Links sein. Also hier zum Beispiel mal ein Homepage, cds-sieber.ch. Oder wenn Sie auf einer Homepage sind, können Sie gleich ganze Texte kopieren. Ich nehme hier mal hier das Inhaltsverzeichnis der verschiedenen Pages in die Zwischenablage mit Steuerung C und füge es hier im Block mit Steuerung V ein. Schon ist der QR-Code generiert. Wir haben hier auch noch eine Fehlerkorrekturmöglichkeit, damit bei komplizierten Codes das auch ganz richtig kommt. Die Größe können Sie variabel einstellen, je nachdem, was Sie auf dem Plan brauchen. Und somit wird der QR-Code schnell generiert. Das Ganze ist im Hintergrund als einzelne Füllflächen kombiniert in einem Makro zusammengefasst. Das hat den riesen Vorteil, dass im Datenaustausch, wenn Sie zum Beispiel ein DWG erstellen, keine Grafik dazu geschrieben werden muss. Also das sind dann wirklich alles Füllflächen im DWG drin. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.